Wir machen das übliche Programm, indem ihr die Bolzplätze, Spielplätze, also die Freizeiteinrichtungen überprüft. Kurze Einweisung vom Ordnungsamtsleiter. Günther Augustin und Marcel Grunewald bereiten sich auf ihre Schicht vor. Einen gewöhnlichen Arbeitsalltag, den gibt es für die beiden Mitarbeiter vom Ordnungsamt Kleve schon längst nicht mehr. Ihr Job in Zeiten von Corona, dafür zu sorgen, dass jeder in Kleve Abstand hält. Hier geht es darum, Leben zu retten, Gesundheit zu schützen. Insofern nehmen wir unsere Aufgabe auch sehr wahr und kontrollieren sehr stark. Wir haben also seit der Corona-Zeit, also im März, sage ich jetzt mal, bis heute rund 3000 Einzelkontrollen durchgeführt. Das ist für eine Stadt wie Kleve schon eine ganze Menge. Hi. Das Klever Ordnungsamt hat seit dem Kontaktverbot viel zu tun. Zusätzliche Schichten, erhöhte Streifengänge. Eine große Herausforderung und extreme Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter vom Ordnungsamt. Die Bürgermeisterin hat den Außendienst um 200% aufgestockt, sprich also eigentlich verdreifacht, damit wir unsere Kontrollaufgaben erhöhen können. Günther Augustin wurde dafür sogar extra aus seinem Ruhestand zurückgeholt. Er und sein Kollege Marcel Grunewald fahren heute die sogenannten Hotspots ab. Innenstadt, Spielplätze, Parks. Eben überall dort, wo sich bei den frühlingshaften Temperaturen viele Leute aufhalten könnten. Noch ist alles ruhig und entspannt. Die Innenstadt ist wie leergefegt. Doch an einem Klever Gymnasium tummeln sich bereits die ersten Ausreißer. Guten Tag. Die Stadt Kleve, wir kommen vom Ordnungsamt. Wir haben ja jetzt hier mit dieser Corona-Infektionsgeschichte, ist ja das absolute Verbot, dass Schulhöfe und Spielplätze absolut verboten sind. Die Familie zeigt sich einsichtig. In den ersten Wochen der neuen Corona-Verordnung hat das Ordnungsamt die Bürger noch freundlich ermahnt und aufgeklärt. Wer sich jetzt nicht an die Regeln hält, muss mit einem Bußgeld rechnen. Die Personalien haben wir aufgenommen. Im Endeffekt leiten wir das an den Innendienst vom Ordnungsamt der Stadt Kleve weiter. Und da kümmern sich die bestimmten Mitarbeiter darum, ob ein Verfahren eingeleitet wird oder dementsprechend auch nicht. Aber in der Regel wird eins eingeleitet. Bei den insgesamt 3000 Kontrollen in den letzten Wochen wurden rund 60 Bußgeldverfahren eingeleitet. Eine gute Bilanz. Sicherlich hat man immer ein paar Ausreißer, die sich nicht an die Corona-Schutzverordnung halten, aber ganz im Allgemeinen kann man sagen, das wird sehr, sehr gut angenommen und sich auch dran gehalten. Weiter geht's zum nächsten Kontrollort. Auf einem Spielplatz in der Nähe des alten Stadtbads hält sich eine dreiköpfige Gruppe auf. Die Kollegen vom Ordnungsamt müssen eingreifen und die Personalien aufnehmen. Auch hier zeigt man sich gegenüber dem Ordnungsamt einsichtig. Anders bei dieser Gruppe, die sich in einem Park nicht an den Mindestabstand hält. Die Dame hätte da sitzen müssen und nicht mit auf einer Bank. Und sie haben also diesen Mindestabstand von 2 Meter jetzt nicht eingehalten. Und da werden sie dann auch Post vom Amt bekommen. Diese Ansage kommt gar nicht gut an. Die dreiköpfige Gruppe versucht sich rauszureden, möchte ihre Kontaktdaten nicht herausgeben. Mich diese Woche immer Geld, Bußgeld. Woher? Sie haben sie ihre Lohn, sie bekommen sie ihre Lohn, aber ich nicht. Das Team vom Ordnungsamt bleibt standhaft. Hier heißt es Ruhe bewahren. Naja, kommen Sie. Ich brauche jetzt mal Ihre Angaben. Du musst die Leute erstmal ausreden lassen. Du musst zuhören und dann auf die Problematik der Leute im Prinzip eingehen. Wenn die Person dann sagt, von mir bekommen sie die Personalien nicht, dann weise ich die Person darauf hin. Ich würde mir hilfsweise die Unterstützung der Polizei zusichern. Soweit kommt es heute nicht. Das Team vom Ordnungsamt kann die drei besänftigen. Doch es sind Momente wie diese, die Günther Augustin und Marcel Grunewald an ihre Grenzen stoßen lassen. Trotzdem machen sie weiter im Kampf gegen das Coronavirus.